So, ich fange die Aufnahme jetzt etwas später an, damit mir so ein Missgeschick wie vorgestern nicht nochmal passiert. Und damit willkommen auf meinem Kanal. Das Spiel heißt Clash of Clans und wir wollen heute mal wieder ja sowas Überraschendes machen, ne? Also so eine Überraschung. Am ersten Mal bin ich auf einem Account, auf dem ich jetzt ja ein paar Tage nicht war. Seht ihr, es gab ein paar Überfallmedaillen hier im Clan. Ich wollte gerade sagen, Free to Play. Ne, wir sind ja gar nicht bei Free to Play. Wir sind ja bei den Herausforderern. Ich bin hier auf dem Dorf vom Farnsworth, so heißt er. Und da wollte ich aber eigentlich mal was ganz anderes checken. Und zwar wollte ich, was wollte ich denn eigentlich auf diesem Kanal? Ah ja, ich wollte in die Clan, in den Clan-Pass gehen. Also in den Pass gehen. Und was ich noch nie vorher gemacht hatte, mir mal die Vorteile hier angeschaut. Ich habe hier noch nie hingeklickt. Ich habe da noch nie raufgeklickt. Das ist eigentlich der Hammer. Das habe ich noch nie gesehen. Tatsächlich, das habe ich echt noch nicht gesehen. Ich wüsste zumindest nicht, dass ich das mal in einem Video gezeigt habe oder aber es irgendwo ja mal analysiert habe. Also, ich habe hier wirklich noch nie draufgeklickt, Leute. Und spiele das Spiel schon so lange und auch den Pass liegt wahrscheinlich daran, dass ich ja, da noch nie drauf geguckt habe, ne? Also echt krank. Und hier kann man nämlich vorher schon sehen. Ich meine, das kannst du natürlich auch bei den Belohnungen sehen, gar keine Frage. Aber hier einfach mal im Schnelldurchlauf beziehungsweise schön zusammengefasst. Echt krass. Ich hatte da noch nie hingeklickt. Ich habe heute Morgen ein Dorf irgendwo ausgekramt. Wahrscheinlich noch irgendwo auf ein Emu drauf oder so. Und da bin ich da einfach mal drauf geschossen, tatsächlich. Und so sieht das Ganze aus. Bei 80 und mit Goldpass einfach nur freischalten. Stimmt aber nicht. Man braucht also mit Goldpass freischalten. Na klar, das kriegst du natürlich nur im Goldpass hier. Aber du musst auch die erste Stufe geschafft haben, also 40 Punkte, dann kannst du das Ding abholen, wirst du selber. Aber wie gesagt, ich habe hier wirklich noch nie so richtig so mal so in die Infos reingeklickt, großartig. Und aber vor allen Dingen nicht hier hinten. Also wieder was dazugelernt. Aber wir wären ja nicht wir, wenn wir nicht ein bisschen spielen würden. Also lass mal ein bisschen spielen, wo wir ja schon so schönes Neues entdeckt haben. Ich meine, auf dem Account hier, da ist das eh durch. Da habe ich alles und ich habe auch den äußerst arroganten Skin hier. Also was heißt den arroganten Skin? Also nicht den arroganten Skin, sondern den arroganten King Skin. Wieder. Also ich finde das schon ein bisschen dieses Hin- und Herstolziere hier. Das ist so, das hat so was, ne? So, hey, schaut mal her, ich bin's, euer König. Ne? Ja, in der Tat, Mann, ziemlich eingebildeter Fatzke, würde ich sagen. Okay, wir haben Clanspiele hier. Ja, klar, wir haben natürlich wieder Clanspiele und hurra, Überraschung, wir haben echt coole Spiele. Für schlappe 600 Punkte müssen wir hier nur viermal diese Platte zerstören. Das habe ich sogar schon zweimal gemacht, aber ich möchte natürlich nicht immer ganze Dörfer hier rumpeln, sagen wir mal so, sondern viele haben ja einfach so diese Platte hier draußen. Und dann schafft man das schon mal. Mal gucken, wo der seine Platte hat. Von der gnädigen. Ah, der macht er gleich wieder. Ah, da hinten. Da macht er auch gleich wieder die Queen kaputt und die Platte kaputt. Ich würde sagen, wir machen doch zwei Angriffe. Wir machen einfach doch zwei. Wie macht ihr das? Also ich habe jetzt einfach eben zweimal zwei Platten einfach zerstört. Und das Doofe ist, wenn ich jetzt diese Armee nicht verballer, dann habe ich gleich in der Nachfolgearmee überhaupt keine. Und könnte die nicht quicken, weil meine letzte Armee ja nur aus einer Queen bestand. Wie macht ihr das? Wie macht ihr diese Spiele? Macht ihr die genauso lame wie ich? Oder sagt ihr euch, nein, ich greife hier viermal an? Ich meine, man hat ja auch 8 Stunden Zeit. Muss man ganz klar so sagen. Hat ja auch 8 Stunden Zeit, allerdings nicht wirklich 8 Stunden zum Suchen. Ein bisschen wenig dunkles. Ich brauche immer, ja, komischerweise, Ressourcen kann man ja jetzt immer gebrauchen, egal welche es sind. Es kann keiner mehr sagen, ich habe zu viele Ressourcen, ich kann nichts mehr ausgeben. Außer du hast alle Bobs auch in der Clanstadt am Scheffeln bzw. am Hämmern und hast dann trotzdem noch die Lager voll. Ich meine, klar, dann hast du natürlich immer noch die Lager voll, aber letztendlich kannst du es dann doch ganz gut ausgeben, so alle paar Tage mal. Und der schmeckt mir gut. Der schmeckt mir gut.
Wie gehen wir den denn am besten mal an? Wir gehen mal Richtung Adler, würde ich sagen. Oh, ich habe nichts in der Clanburg. Okay, wir haben nichts in der Clanburg. Wir nehmen aber die Clanburg trotzdem mit. Es ist ja was drin. Ja, es ist ja was drin. Okay. Here we go. Wir gehen Richtung Adler. So, wo soll die Queen nicht hingehen? Na hier. Alles klar. So, und dann habe ich auch immer so einen Magier dabei. Oh, das ist schon ein bisschen viel Feuer. Muss jetzt gleich meine Queen schon zünden, wa? Uiuiuiui. Okay, da haben wir noch ein bisschen Lack gehabt. Aber jetzt ist gleich der Adler schon dran. Aber ja, das ist schon ganz schön viel Feuer, Leute. So, mal sehen, ob wir hier noch ein bisschen was rauskitzeln können. Oh, der Magier ist aber richtig nett, ne? Der Magier war mal richtig nett. Mal sehen, wo die Queen jetzt gleich hingeht. Weil das warten wir erst noch ab, würde ich sagen. Ob die nochmal rumgeht oder ob die dann Richtung der gegnerischen Queen geht, dann könnten wir eigentlich hier mit dem... Ah, die geht da weiter, okay. Dann könnten wir hier oben mit dem King schon mal starten und auch mit der Kaserne. Okay, die ist leer, ist aber nicht so schlimm. Die ist zwar leer, aber das ist nicht so schlimm. So, unseren letzten Mauerbrecher, den setzen wir auch mal von da ganz, ganz oben. Mal sehen, wo der hingeht. Und... Oh, da war ich jetzt schon wieder zu spät an der gegnerischen Queen gerade. Na komm, Queenie. Oh, Zauber, 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 Zauber. Ich brauche Zauber, Zauber. Ich brauche Zauber. So, hier frosten wir mal alles. Wir frosten alles, hurra. Wir frosten hier alles. Und haben hier noch ein bisschen Heilung. Mal sehen. Ah, sieht aber ganz gut aus. Ich kann noch beides zünden hier. Die Base haben wir in jedem Fall geschafft. Können wir da auch zünden hier. Queen können wir auch mal zünden. Dann haben wir noch ein bisschen mehr Zeit. Und ah, sind aber noch reichlich Truppen da. Allerdings meiner gar nicht mehr, ne? Ne, ah, da habe ich wieder den Heilzauber, den ersten vor allen Dingen, ein bisschen zu spät gekriegt. Aber wir haben in jedem Fall ich hatte doch was in der Clanburg. Ich muss doch was in der Clanburg gehabt haben, denn ich habe diesen kleinen Giftzauber hier drin. Den nehmen wir mal raus. Ja, ich fordere manchmal einfach so Truppen an, die ich dann nicht brauche oder brauche. Aber ich hatte doch eigentlich was in der Clanburg. Ich wollte mal so ganz schlau hier Itzus Armee nachspielen. Da komme ich gar nicht mit klar, ne? Da komme ich gar nicht mit klar, Leute. Ah, ne, wollte ich gar nicht auf diesem Account machen hier. Da komme ich überhaupt nicht mit klar. Das muss er mir nochmal in einer stillen Minute erklären. Ne, wir nehmen mal ruhig 8 davon und er hatte ganz, ganz viele hiervon mit. So passt das. Also das muss er mir nochmal erklären. Aber wir haben das Clanspiel hier geschafft. Wunderbar. Und haben jetzt gleich auch die ersten 600 Punkte drin. Perfekt. Wie sieht es denn überhaupt bei euch im Clan aus? Sind da auch schon Leute aktiv oder nicht aktiv? Hier sieht man, dass ja einige aktiv sind. Und man sieht ja auch mal die Spiele. Was macht er hier? 800. Was ist das hier? Kann man das eigentlich sehen dann? Was er macht? 800% oder 800 Zerstörung. Ach ne, er kriegt da 800 Medaillen für, okay. Hat 21 Stunden Zeit. 800, schade. Ich würde auch gerne ein 800er Spiel finden. Dann müsste ich nicht so viel ackern, aber im Moment meine 50.000, glaube ich, brauchen wir. Und 4.000 kann ja jeder machen. Ich mache die jetzt auch wieder ganz, ganz brav. Ich werde jetzt so ein ganz braver Clanspiel-Spieler. Also ich mach mal mit, so will ich es mal sagen. Ich mach mal mit. So, wir stellen aber jetzt schon mal beim nächsten Dorf den Warden um. Dann das ja während des Angriffs das immer zu machen, ist so ein bisschen doof. Am besten macht ihr das auch so und macht den einfach ein bisschen vorher. Schon mal so während der Suche. Ich versuche mir das immer anzugewöhnen, aber klappt auch nicht immer. Ein bisschen zu wenig Dunkles.
und auch nicht so die Vorzeigebase, die ich mir jetzt vorgestellt habe. Die allerdings auch nicht. Und ja, so. Obwohl, wir müssen das ja nicht so spielen wie der Kollege und müssen da jetzt zwanghaft so ein Dorf suchen, sondern wir können ja auch eigentlich das Ganze mit reinsetzen, mit in die Drachen. Allerdings muss ich immer hart den Queen Walk üben oder den Queen Charge üben. Denn das ist immer sowas, was bei mir immer ganz schnell, wo ich mal ganz schnell nervös werde, ne? Wo ich dann, ich weiß nicht, jetzt könnte ich natürlich mal auf so eine kleine Base machen, aber das wäre dann wieder nicht echt. Wir müssen ja die Queen-Platte wenigstens mitnehmen. Boah, dieses Design-Dorf, ganz, ganz schrecklich. Oh, das sieht ganz gut aus hier. Das sieht ganz gut aus. Das muss ich nochmal gerade überlegen. Da könnten wir da, weil wir müssen die Queen-Platte ja in jedem Fall bekommen. Okay, wir müssen die Queen-Platte bekommen und müssen das dann wegkriegen. Alles klar. Okay. Dann machen wir das mal so. Und gehen hier mal mit dem Mauerbrecher vor. So, da ist die gegnerische Queen schon. Der Headhunter ist dran. Aber ich musste meine Queen jetzt schon zünden. Oh, nee. Shit, shit, shit. So, dann kann die da aber ein bisschen weitergehen. Mal gucken, was da hinter der Mauer ist, wo die hingehen. Ah, das sieht aber noch ganz gut aus. Das sieht noch sehr, sehr gut aus. Perfekt. Dann können wir hier hinten eigentlich schon den King so ein bisschen stiefeln lassen, würde ich sagen. Nehmen wir mal einen Magier damit rein. Und oh. Da habe ich natürlich, ja, das war auch wieder ein bisschen doof. Ist aber nicht so schlimm. Kriegen wir noch ganz gut hin. Nochmal einen Mauerbrecher da gesetzt und da kann die Queen jetzt gehen. Hier nehmen wir jetzt unsere Drachen mit rein. Royal Champion, das hier. Und dann gucken wir mal, wie wir das vor allen Dingen mit dem Zeppelin hinkriegen hier. Den müssen wir frosten da, der ist ganz gefährlich. Oh, wir sind schon fast dran hier. So, wir machen mal eben den Royal Champion. Oh, Doppel. Na, Mist, ey. Es ist nicht meins, muss ich wirklich mal so sagen. Man muss einfach so unendlich viel machen. Das ist nicht meine Welt. Es ist nicht meine Welt, Leute. So, wir nehmen den nochmal da. Vielleicht kriegen wir hier noch ein paar Prozente hin. Ah, da kommen noch so ein paar nervende Skellies. Ja, es ist echt nicht meins. Das muss ich in jedem Fall noch üben. Es ist überhaupt nicht meins. Und ich sage hier zwei Gift auch. Ach, ärgerlich. Nicht aufgepasst. Okay, machen wir nochmal. Was haben wir denn eigentlich gut? 58%, das reicht noch nicht so richtig für einen Clankriegsangriff, glaube ich, aus. Da müssen wir wirklich nochmal ein bisschen üben mit der Armee. Okay. Aber wir haben das Clan-Spiel geschafft. Die Platte ist auf jeden Fall unser und die ersten 600 Punkte auch. Wir bauen die aber trotzdem nach, die Armee, und haben das nächste Clan-Spiel hier im Blick. Ich könnte ja auch ein bisschen mehr Clan-Spiele mit euch machen. Was haben wir hier? 300 Punkte. 3 Sterne gegen ein 14er. Das sind auch immer so Sachen. Das ist nichts für mich. Das ist nichts für mich. 150. 2K dunkles Sache. Mach ich mit einem anderen Account. Spenden. Spenden hört sich immer gut an. Spenden hört sich immer gut an, muss nun mal jemand fordern. Okay, so, die ersten 600 Punkte sind im Sack und ihr schreibt mir einfach in die Kommentare, was euch denn mal wieder so als Überraschung hier aufschlägt in Clash of Clans. Also bei mir waren es heute tatsächlich, was ist das? Achso, Sternebonus abgeholt, ja. Bei mir waren es tatsächlich hier diese Kacheln, wo ich noch nie drauf geklickt habe. Ich gucke schon ab und zu mal in die Vorteile rein. Season Bank geht noch 8 Tage noch Zeit, schaffen wir in jedem Fall. Und dann packen wir auch noch ein paar Mauern. Im Moment habe ich natürlich keine geschafft heute, ne? Oh Leute, da muss ich euch echt enttäuschen. Keine einzige Mauer, ne? Oder keine einzige Mauer, okay. Muss ich nochmal angreifen, aber ist nicht so schlimm. Ich hoffe, das Ganze hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, dann lasst meinen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen und am Kanal dranbleiben. Und dann gibt es sicherlich wieder weitere Überraschungen hier beim Toto. Bis dahin, danke für eure Aufmerksamkeit. Euer Toto. Flasht.